Unsere erste Station auf der Formnext dieses Jahr war bei Elegoo, um uns dort den Orange Storm Giga anzuschauen. Und in diesem Video möchte ich euch den Drucker ein klein wenig zeigen. Ich möchte euch die Vor- und Nachteile aufzeigen und erklären, warum ich das Ding auf Kickstarter unterstützt habe. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Mekorama.de. Ja, ich habe das Teil auf Kickstarter unterstützt. Ich habe den Drucker schon ein bisschen länger verfolgt, als so die ersten Promomaterialien rausgekommen sind und habe, als ich den Newsletter erhalten habe, dass das Ganze live auf Kickstarter ist, so schnell wie möglich den Knopf gedrückt, dass ich das Teil gerne unterstützen möchte und bin trotzdem erst in die zweite Reihe gerutscht. Das heißt also, ich werde das Teil irgendwann im Juni bekommen. Nichtsdestotrotz habe ich mir das Ganze mal auf der Formnext für euch angeschaut und ich muss sagen, es ist schon ein grundsolider Drucker und ich freue mich wirklich gesagt drauf. Es gibt allerdings so ein paar kleine Sachen, wo ich so ein Fragezeichen über dem Kopf habe oder wo ich sage, okay, das sind so ein paar Nachteile, die der Drucker hat und die schauen wir uns mal in diesem Video an. Beginnen wir erstmal mit den Basics von dem Drucker. Die Größe. Das Bauvolumen liegt bei 800 x 800 x 1000 mm. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist fast ein Kubikmeter, den man mit dem Drucker drucken kann. Dementsprechend groß ist der auch von den Ausmaßen her außen. Der ist dann 1,20 Meter mal 1 Meter mal 1,40 Meter grob. Ich blende euch die Maße nochmal hier unten ein. Und das ist schon ordentlich und natürlich ist das Gewicht auch ordentlich. Der wiegt nämlich knapp 90 Kilo. Das heißt also, wenn ihr den aufgestellt habt, werdet ihr den nicht auch einfach mal so durch den Raum bewegen. Der passt auch nicht durch die Tür durch. Von daher muss man sich genau überlegen, wo man das Teil hinstellt. Ich habe auch schon einen Ort, wo der hinkommt. Nicht hier im Studio, sondern woanders. Das werde ich nochmal verraten, entsprechend, wenn es dann soweit ist. Und jetzt werdet ihr euch fragen, okay, was druckt man denn mit so einem Drucker? Nun, ganz einfach, keine Helme, würde ich mal sagen, weil der Helm, der mir passt, passt auch auf den Neptun 3 Max. Da brauche ich den Orange Storm nicht für. Aber zum Beispiel mal für Projekte wie zum Beispiel das Omni-Shelf oder andere Großdruckprojekte, wie zum Beispiel die Vertical Farm, wo man viele gleiche Teile drucken muss. Das heißt also, wo man sagt, okay, man hat 10 oder 20 von diesem Teil, die man drucken muss, die auch vielleicht ein bisschen größer sind, die man sonst auf dem Mini oder MK4 oder aber auch auf den Ender 3 oder den Voron entsprechend jeweils nur einzeln oder im Doppelpack draufpacken kann, die kann der mit 4 Stück, mit 4 Druckköpfen gleichzeitig im Copy- und Paste-Modus entsprechend drucken. Und das ist auch gleich das nächste Feature von dem Drucker. Der hat 4 Druckköpfe maximal, die er unterstützt. Das heißt, das könnt ihr in der Kickstarter-Kampagne auch auswählen, dass ihr sagt, okay, ich möchte gern 4 Druckköpfe haben oder auch nur 3 oder 2. Aber diese Druckköpfe sind nur für Copy und Paste. Das ist also kein IDEX-System, dass ihr sagt, okay, ein Filament her, das drucken und dann Supportmaterial mit dem anderen Druckkopf drucken oder eine andere Farbe. Das geht damit momentan laut Aussage von Elegoo noch nicht. Vielleicht kommt das später mal durch ein Software-Update. Rein theoretisch würde ich sagen, geht das. Aber es wird halt einfach momentan noch nicht unterstützt. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht's weiter im Video. Was unterstützt wird, ist, dass der Drucker standardmäßig mit Clipper ausgeliefert wird. Das bedeutet also, ihr könnt das ganze Teil per Remote bedienen. Das heißt, ihr habt auf der Rückseite unten neben dem Power-Anschluss entsprechend nochmal einen Netzwerkanschluss. Oder ihr könnt das Ganze auch wahlweise in euer Wi-Fi einbinden und dann natürlich wie jeden anderen Clipper-Drucker über die Ferne steuern. Das finde ich schon mal ziemlich praktisch. Und was auch praktisch ist, ist das 7 Zoll Display, was an einem langen Kabel hängt, was ihr dann auch mal entsprechend in die Hand nehmen könnt und auch mal euch runterbücken könnt, falls ihr den Drucker leveln müsst oder so in Richtung, ist das natürlich mega praktisch, dass ihr dann nicht irgendwie da nach oben reichen müsst, um irgendwas auf dem Display zu tippen, sondern das Display direkt bei euch vor der Nase liegt, wenn ihr unten unterm Drucker liegt und die Nase entsprechend, die Nozzle entsprechend levelt. Das ist natürlich unheimlich praktisch und unheimlich super durchdacht, finde ich also sehr, sehr gut. Vorne, wo das Display angesteckt wird, ist auch der USB-Anschluss. Und da muss ich sagen, das gefällt mir nicht so ganz, weil wenn ich jetzt entsprechend dort mal mit dem Fuß dagegen komme,
ist erstens der USB-Stick weg und zum anderen vielleicht auch noch das Display und vielleicht mache ich damit auch die Ports entsprechend kaputt und das finde ich nicht so schön gelöst. Da hätte ich mir gewünscht, dass man das irgendwie so auf halber Höhe oder sowas macht, weil man kann auch ruckzuck mal einfach, wenn man aufsteht und sich umdreht, vielleicht mal mit dem Fuß dagegen kommen. Deshalb finde ich das nicht ganz so toll gelöst. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so eine große Gefahr ist, die im Alltag lauert. Wir werden es sehen, wenn der Drucker da ist. Dann werde ich euch natürlich darüber berichten. Und wer das nicht verpassen möchte, abonniert gerne den Kanal. Der Drucker hat auch wie beim Voron eine Flying Gantry. Allerdings ist das keine Core XY, sondern eine ganz klassische XY-Kombination. Das heißt also, ich habe keine A- und B-Antriebe, sondern ich habe einen Y-Antrieb, der über einen Riemen beide Y-Achsen versorgt. Die sind auch Linearschienen geführt. Auch die X-Achse ist über eine Linearschiene geführt. Und an der X-Achse hängt dann nochmal ein Motor, der dann die X-Achse entsprechend steuert. Und das Ganze ist dann auch über Kabelketten. Die ganzen Kabel sind über Kabelketten geführt. Das heißt also, das ist auch ordentlich verpackt. Und da braucht man sich auch keine Gedanken drüber zu machen. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist es denn kein Core XY mit einem Belt oder so in Richtung, da habe ich vielleicht eine Antwort für euch. Ich habe auch erst gedacht so, warum? Aber es leuchtet natürlich ein, wenn man sich überlegt, dass das ja eigentlich dann für die Riemen dann auch nochmal jede Menge Spiel bietet bei der Größenordnung, die wir jetzt da haben. Und das natürlich auch nicht wirklich sinnvoll ist, gerade wenn 4 Druckköpfe dranhängen, ist da ja auch ordentlich Gewicht drauf. Und da muss ich sagen, okay, dann macht es schon Sinn, das Ganze ein bisschen anders aufzubauen. Das werden wir uns aber auch nochmal im Detail anschauen. Die Drucke auf der Messe sahen auf jeden Fall schon mal ziemlich gut aus, muss ich sagen. Das hat mir auf jeden Fall schon mal ganz gut gefallen. Die Z-Achse ist über Spindeln angetrieben. Das heißt also, rechts und links sitzt jeweils eine Spindel, die auch jeweils von einem Motor angetrieben wird. Und wie wir es normalerweise kennen, rechts und links von der Spindel sitzt dann nochmal eine Führungsschiene, die dafür sorgt, dass dann auch die Z-Achse ordentlich geführt wird. Und auf das Druckbett, was dann fix verbaut ist, wie bei einem Voron, haben wir dann insgesamt 4 große Druckbleche draufgepackt, mit denen man entsprechend dann drucken kann. Das ist ein bisschen unschön, wenn man größere Objekte druckt und die in der Mitte stehen und dann entsprechend so ein Abdruck quasi an der Unterseite von dem Druckobjekt zu sehen ist später. Aber auf der anderen Seite macht es auch wieder Sinn, weil wenn man sich jetzt mal anschaut, wenn ich einen Helm auf dem Neptun 3 Max drucke und den versuche abzumachen oder was Größeres drucke und das versuche abzumachen, dann kriege ich diese Platte schon sehr, sehr schwer hoch. Und wahrscheinlich haben sich genau das die Jungs bei Elogo auch gedacht, wenn die Matte noch größer wäre, dass man die gar nicht mehr richtig angehoben bekommt. Und das wäre natürlich auch nicht sinnvoll. Und man muss auch bedenken, wenn man jetzt mehrere Objekte gleichzeitig druckt, also bis zu 4 in einer Reihe, dass es dann natürlich auch sinnvoll ist, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel mal kleinere Objekte hat, dass man nicht die komplette Platte anheben muss, sondern immer nur partiell die eine Ecke, in der man gerade arbeitet. Das macht natürlich auch durchaus Sinn. Insgesamt macht der Drucker auf mich einen guten Eindruck und ich bin gespannt. Ich habe das Ganze mit der Kamera und 4 Druckköpfen bestellt bei Kickstarter oder unterstützt, besser gesagt. Den Filamentspulenhalter habe ich mir jetzt hier noch in einer weiteren gespart. Einer ist dabei, muss man sagen, wo dann entsprechend 2 bis 5 Kilo drauf passen. Das ist an sich schon mal ganz cool, wobei ich auch sagen muss, der hat auf mich jetzt auf der Messe nicht so wirklich den besten Eindruck gemacht. Das war so das Niveau von den Prusa MMU Filamentspulenhalter. Also da ist mit Sicherheit noch Luft nach oben in Sachen Qualität und in Sachen Funktionalität. Und last but not least gab es nochmal eine Sache, die hat mir wirklich auf der Seele gebrannt. Da habe ich mir direkt eine Mitarbeiterin geschnappt und die das gefragt. Und zwar, welche Nozzle wird denn standardmäßig mit dem Drucker geliefert? Wir wissen, beim Neptun 3 Max und beim Neptun 4 Max ist standardmäßig eine 04er Nozzle drauf. Und da muss ich sagen, da haue ich mir wirklich vor den Kopf. Weil bei solch großen Druckern macht das eigentlich gar keinen Sinn. Selbst auf meinem Mini habe ich mittlerweile nur eine 06er Nozzle. Da erwarte ich doch bei so einem großen Drucker, dass man dort zumindest mal auch das Hotend und den Extruder so auslegt, dass es mit einer 06er Nozzle oft auch funktioniert. Das ist ein bisschen fragwürdig. 08 und 1 mm Nozzeln funktionieren beim Neptun 3 Max gar nicht. Beim 4 Max weiß ich es nicht, da habe ich momentan keinen da. Und ich war überrascht, positiv überrascht, als die Mitarbeiterin gemeint hat, ja, standardmäßig kommt der Drucker mit einer 06er Nozzle. Es kommt aber auch ein Kit mit, wo nochmal eine 04er, eine 06er, eine 08er und 1 mm Nozzle mit dabei ist. Und das Hotend soll angeblich laut Webseite auch dafür ausgelegt sein, entsprechend ordentlich Material durchzupumpen. Das heißt also nicht, dass man wie beim Neptun 3 Max
diese Abrisse hat, weil einfach das Hotend nicht hinterherkommt. Das finde ich sehr löblich. Ich bin gespannt. Ich werde es testen, wenn der Drucker da ist im Juni nächsten Jahres. Und in diesem Sinne sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank an meinen Sponsor PCBWay und auch an meine Patreonen, die das wirklich möglich machen, dass ich überhaupt den Drucker für euch testen kann. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. In diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.